Was geht ab, Nakamas? Zane ist wieder da und zwar heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 983. Und endlich kriegen wir Ultis Teufelsfrucht zu sehen. Sie hat natürlich eine antike Zoan-Dinosaurierfrucht und zwar die des Pachycephalosaurus. Wenn ihr nicht wisst, was das für ein Dino ist, der hier. Ja, ihr habt ihn sicherlich alle schon mal gesehen, das ist dieser Dinosaurier, der immer gerne mit seinem Kopf voran in die Gegner reinrammt. Ja, ist auf jeden Fall mal eine lustige Alternative. Ich habe ja schon in Foren gesehen, dass sich viele Leute aufregen, oh Gott, wieso hat die jetzt eine Dinosaurierfrucht? Ganz ehrlich, was habt ihr erwartet? Die ganze Bande ist an dieses Theme angelehnt. Jeder der hochrangigen Leute hat in irgendeiner Form eine Dinosaurierfrucht. Meine Güte, relax, take it easy. Auf jeden Fall taucht auch danach Yamato auf. Ja, wir kriegen endlich Kaidos Sohn zu Gesicht. Naja, zumindest so halbwegs, denn sein Gesicht ist verdeckt durch eine Hanya bzw. Oni-Maske. Wenn ihr auch da nicht wisst, was das ist, die sieht nämlich so aus. Er hat wohl schon länger auf Ruffy gewartet und läuft zusammen mit ihm davon. Okay, warum hat Yamato auf Ruffy gewartet? Wartet er schon länger auf ihn? Kennt er möglicherweise diese Prophezeiungen mit Joy Boy? Und hat da deswegen auf jemanden wie Ruffy gewartet? Er wusste noch nicht selber, dass es Ruffy ist. Oder hat er tatsächlich auf Ruffy gewartet, erst seit dieser in Onigashima aufgetaucht ist, weil er gemerkt hat, okay, da gibt's jemanden, der sich wohl gegen seinen Vater anlehnt. Yamato vor Nakama, ich freue mich. Auch da beschweren sich wieder viele Leute, wieso schließt sich Yamato vielleicht Ruffy an, bla 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 bla, wieso sind sie freundlich miteinander gestimmt? Ist doch cool. Ist doch mal was anderes. Ich gehe eh schon länger davon aus, dass Yamato ganz anders ist wie Kaido und deswegen Kaido von seinem Sohn enttäuscht ist. Und Yamato wird Ruffy helfen, Kaido zu besiegen. Nächste Woche gibt es leider kein Kapitel, da ist wieder eine Pause. Ja, oder braucht auch erstmal seine Ruhe, auch mit diesem ganzen Corona-Gedöns. Ist verständlich. Auf jeden Fall waren das die Spoiler zu One Piece Kapitel 983. Ich halte euch natürlich wie immer im Video auf den Laufenden. Schaut unten in die Kommentare und zwar poste ich da immer die Spoiler rein und sollten sich die Spoiler im Laufe des Tages oder im Laufe der nächsten Tage erweitern, poste ich die natürlich auch in meinem ersten Kommentar unten in der Kommentarsektion rein. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!